Racale ist eine Ortschaft der Provinz Lecce mit fast 11.000 Einwohnern. Von der Provinzhauptstadt ca. 54 Kilometer und 6 Kilometer vom Ionischen Meer entfernt. Ihr Küsteortsteil Torre Suda liegt direkt am Meer. Der ursprüngliche Name von Racale war Eraclea, von Herakleios stammend, ein von Kaiser Augustus befreiter Sklave. Er habe zur Geburt der kleinen Ortschaft Racale beigetragen und als Stadtwappen eine Wölfin gewählt, die die Zwillinge Romulus und Remus säugt. Laut einer anderen Legende stamme der antike Name aus dem griechischen Heros und Mythos Herakles oder Herkules. Das würde die Verbindung von Heraklea mit der alten griechischen Kultur erklären. Eine Volkslegende erzählt, dass als der heilige Nikolaus der Pilger in Racale ankam, die Bürger von Racale ihn nicht erkannten und isolierten ihn. Sie dachten, er wäre ein verrückter Ausländer. Als sie dann bemerkten, dass die eigenen Söhne ihn verehrten und seinen Lehren zuhörten, vertrieben sie ihn endgültig aus der Ortschaft. Seitdem wurden die Bürger von Racale Libacci, das heißt die Verrückten, genannt.